lieben Freunde und Freundinnen, liebe Kumpels und Kumpelinnen, jaha! Ich muss euch halt mal erzählen, dass ihr wisst ja, dass bei uns der Kühl hier schon lange da steht, ne? Erst kann man hier nicht benutzen, weil es zu kalt war. Und das Wasser hat ja erst ein bisschen hin und da hat das Wasser ja ein bisschen Temperatur kriegen und so. Und dann hat es gehieß, wenn das schön warm draußen ist und mein Fräulinchen reingeht, dann holt sie mich mit. Ich habe extra eine Schwimmweste gekriegt, damit ich in dieses Lapül entspannt schwimmen kann und so mein Beinchen trainiere. Nachteil, ich will nicht in dieses Lapül, Menschenskinder, Nomo. Ja, habe ich mir die ganze Zeit mal Gedanken gemacht. Und jetzt vor drei Tagen, schwuppdiwupp. Bom, schönes Wetter. Fräulinchen ab in die Bad, in die Badesklamotte gestiegen und kam raus. Ich habe die gesehen und schwupp war ich weg. Ich kenne ja meine Revier und schwupp habe ich mich versteckelt und ihr habt mich nämlich gefunden. Und mein Herrscher hat nur gesagt, geh allein in die Lapül. Ja, hat er gesagt, wenn ich den Hund finde, bringe ich ihn mit. Hat er nicht gefunden. Ja, und als er rauskam, war ich wieder da. Jawohl. Und beim zweiten da, ich bin doch nicht dumm, ne? Die Richtung Bad gewandert, ich hab nur gehört, dass sie das Labadeanzug von dir hochgeholt und schwupp war ich wieder weg. Und was hat sie gemacht? Hat gebadet ohne mich. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hat sie gesagt, heute, der verwitscht mich nämlich. Der bleibt vorher bei mir, der geht mit mir ins Bad drin, der geht nicht von meiner Seite. Dann gehe ich in den Badeanzug und dann hole ich den Hund unter den Arm und ab in die Lapül. Hat sie gedenkt. Jaha, wäre fast gelingt. Und dann kam mir der dusseldische Petrus, ich mag den eigentlich gar nicht, der kam mir zu Hilfe. Hat er die Wolke aufgemacht und es hat angefangen zu regnen. Und die Temperaturen waren ganz schön froschelig. Also hat mein Fräulinchen dann gesagt, okay, hast du wieder Glück gehabt und fertig. So ging das jetzt die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dieses Spiel mit denen zwei und ihrem Lapül durchstehe. Ich erzähl's euch, wenn's soweit ist. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. Euer Schlawiner. Ja, der Merlin.